So, hallo meine Herrschaften. Wir schreiben den 1. August 2020. Und wer jetzt sagen möchte, wir hätten uns, es gebe länger keine Rückmeldung mehr von mir, der mag da doch durchaus recht behalten. Denn es ist leider so, dass sich den ganzen Juli über quasi den halben Hauptteil der Saison, also ganzer Monat Juli, da ist komplett ausgefallen. Also jetzt mal auch kein Spaß. Wir hatten nicht einen einzigen Gewitteransatz vom 1. bis zum 31.7. Und so etwas hatten wir zumindest. Zu meiner Zeit habe ich das noch nicht erlebt, sage ich mal ganz ehrlich. Also, dass da wirklich, es kann mal sein, dass mal eine schwache Saison auch mal, die nicht wirklich viel bietet, mal durchaus das ein oder andere Mal immer krachen lässt. Und es war bis jetzt auch im Juli immer mal irgendwie ein bisschen was. Nur jetzt eher gar nichts. Aber jetzt gerade pünktlich zum 1.8. zum neuen Monat geht's gleich schon wieder los. Nach dem Pause der Saison von etwas mehr als einem Monat, wo nichts passiert ist, sich nichts getan hat bei uns, haben wir jetzt gerade hier vor uns wieder ja, eine kleine Zelle, die so ein bisschen ja als Einzeller fungiert und ja, aus einer Konvergenzlinie hervorgeht, die sich ja vorhin in Frankreich wieder aufgelöst hat. Und ja, der eigentliche Spannungsbereich erstreckt sich heute so ab circa 22, 23 Uhr. Erwarten wir erst, dass es hier Action gibt bei uns. Vorher, jetzt gerade, beträgt die Uhrzeit kurz vor 10. Und ja, es ist noch deutschlandweit. Gerade jetzt in Rheinland-Pfalz und jetzt langsam auch ganz äußerst Südwesten, Baden-Württemberg, Freiburg, da ist jetzt auch was los. Da zieht gerade sogar was viel Heftigeres drüber. Hier, das gerade ist nur so eine kleine, ja, Auslöse. Das ist jetzt nur quasi der Anfang vom möglichen großen Ereignis heute Nacht. Denn es könnten sich immer mal kettenweise, zeitweise heute Nacht, ja, Sachen entwickeln und vielleicht jetzt gleich in der nächsten Stunde, vielleicht erst später in der Nacht, vielleicht aber auch erst in den Frühstunden. Die ganzen Modelle rechnen das hin und her und es gibt keinen Ansatz, auf den man sich stützen kann, wie die weiteren Stunden ablaufen werden. Fakt ist, das Teil hier ist schon gut zu sehen. Man hat jetzt eben auch schon zwei Blitze aufgenommen. Eben. Denk mal, ihr habt da jetzt das Ganze auch schon sehen können. Und ja, wir werden uns diese Zelle hier gerade weiter vornehmen. Ich gehe jetzt nochmal ein Stück in die Richtung vor. Dann haben wir nämlich perfekte Sicht und können uns erstmal auf die Blitze konzentrieren, die das Teil ausspuckt. Es ist gerade bei Bad Kreuznach das Teil. Also quasi so 38 Kilometer westlich von uns. Aber ich rechne auf jeden Fall damit, dass das Teil den hier nicht bis zu uns durchhält. Weil es formiert sich minütlich neu. Ständig bildet sich ein neuer Kern aus. Oder es geht komplett kaputt, das Teil. Oder es baut in eine ganz andere Richtung an. Also ich rechne mit nicht viel jetzt gerade im Moment. Vielleicht aber dann, ich habe da eher auf später viel mehr Erwartungen, auf die Nachtstunden. Ausgeschlafen sind wir auch, also wir werden heute ganz locker machen. Und wir freuen uns drauf. Ich hoffe, ihr auch. Meine Kamera habe ich auch dabei auf jeden Fall. Für gute Zwecke. Und ja, ich wünsche euch wirklich ganz, ganz viel Freude, ganz viel Spaß und ganz viel See. Und Beobachtungstüchtiges, das uns heute noch erwarten möge.
Leute, viel Spaß und haut rein. So Leute, die Uhrzeit beträgt 4 Uhr nachts bzw. 4 Uhr in der Früh. Leute, es ist doch nochmal, hat sich doch nochmal ein bisschen was getan. Ja, ganz bisschen. Denn es ist tatsächlich so gewesen, der ganze Ablauf hat es nicht zu nichts werden lassen. Heute Abend nichts mehr auf jeden Fall. Ja, jetzt hat sich hier doch noch mal über Darmstadt bis Frankfurt, Offenbach, die Richtung, haben sich noch mal diese Zellen ausgebildet. Ja. Und wenigstens für das kleine bisschen noch mal. Und das Zeug ist vielleicht auch nicht so aktiv. Aber es hat jetzt hier gerade vor 20 Minuten auf jeden Fall neu ausgelöst. Es sind gleich 2 bis 3 Einzelzellen. Ist auch ganz interessant, das mal zu sehen. Und ja. Jetzt rumpelt es sogar leicht. Also hier ist auch so ein Schwerpunkt. Ich weiß nicht, da vorne hat es eben ganz hell geblitzt. Ob das eine neue Entwicklung ist, weiß ich nicht. Jedenfalls hier ist so ein, in der Richtung befinden sich die meisten Blitzer hier. Und man muss noch sagen, dass es wohl voraussichtlich wegzieht und sich von uns entfernt. Sind auch eine Menge Wolken dazwischen, die uns das ein bisschen schwierig machen, jetzt gerade aufzunehmen. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. So Leute, es fängt ja auch ganz gut an jetzt. Mit dem kleinen Feuerwerk Richtung Nord und Nordosten. Yep. Ja, das war heute natürlich sehr, sehr, sehr sporadisch. Alter, okay. Der war richtig geil. Also, dass jetzt heute gerade nochmal entstanden ist hier, das war absoluter No-Cast. Und ja, auch so ein bisschen bedingt durch Orographie vom Odenwald her, hat da so ein bisschen noch jetzt nachgezogen. Und ja. Ist doch wie so ein, scheinbar ist sie echt gerade so ein Deckel hochgegangen einfach und hat sich ein bisschen ja geöffnet und die Hebung ist so ein bisschen ja angepeilt worden, kurioserweise ja um 3:30 nachts, früh morgens meine ich. Genau, und jetzt demnächst wird es auch dämmern. Das heißt, lange das Blitzfeuerwerk beobachten werden wir wahrscheinlich nicht können. Und ich denke mal, dass wir auch in... Alter, jetzt östlich. Oh je, wo war denn der jetzt? Okay.
Ja, die hauptsächliche Kaltfront ist noch nicht hierher gekommen. Also die ist gerade noch an die 80 Kilometer weg von uns. Ist auch noch nicht wirklich ja, aktiv, sage ich mal, die Front. Also was jetzt Action-Sachen angeht, Gewitter und Schauer und so Zeugs, ist da eigentlich noch nicht inbegriffen. Aber kann alles noch werden, natürlich. Zu erwarten ist das Überqueren dieser Kaltfront ohnehin erst so ab 6, 7 Uhr. Also haben wir noch ein paar Stunden Zeit. Ja. Und ja, dieses Feuerwerk wird sich langsam dann auch weiteren Verlauf immer weiter nordöstlich verlagern. Kriegen wir aber noch den einen oder anderen Linienblitz raus. Das wäre wirklich der absolute Hammer jetzt. Dass wir wenigstens noch ein bisschen mehr kriegen. Zu Gesicht. Ja. Der war auch schön. Die aktuelle Außentemperatur beträgt gerade 22,4 Grad. Das steht hier auf meiner Wetterstation. Und ja, es weht so eine ganz leichte Brise, aber das soll jetzt nichts, keinen bösen Auskünfte geben. Für uns, dass da jetzt was nachzieht oder so. Ich meine, schön wäre es, klar, man könnte es dann jetzt umso spektakulärer werden, wenn es mal jetzt Richtung Südwest zum Beispiel, oder Süd, hier unmittelbar, nicht weit von uns, jetzt was sich was neu ausbauen würde. Wäre ich voll dafür eigentlich sogar. Aber ja. Man nimmt immer das, was man kriegt. Ui, der war auch nicht schlecht. Lol, nochmal ein Linienblitz. Jetzt rumpelt's. Ha. Hat eben wieder gerumpelt. Ganz bisschen. Nur schade, es ist halt wieder so ein bisschen dieses schauerhafte Gewölk dazwischen. Und es liegt einfach so ein bisschen doof gerade. Also noch vor der Zelle, dass man die Blitze halt nur so mehr als Aufhellungen erkennt und nicht so ganz deutlich sieht. Und ja. Rumst es leise. Das sind wahrscheinlich dann die zwei Linienblitze, die wir eben gesehen haben, wieder zu hören.
So, dann machen wir gleich mal einen kleinen Cut. Und vielleicht war es jetzt nicht der letzte Cut, sondern es gibt noch mal, ja, nachher einen kleinen Nachschub oder so in den nächsten Stunden. Wir sind auf jeden Fall startklar, wenn wieder was kommt. Ist halt ungewöhnliche Uhrzeit jetzt gerade, aber ja, wenn es schon mal wieder richtig was tut in der Saison, vor allem gerade jetzt in dieser hier. Da muss man es auf jeden Fall bis auf die letzte Minute ausnutzen. Wir machen nochmal die Minute jetzt. Dann will ich nochmal mit der Blitzkamera was draufkriegen. Weil es auch nicht so einfach ist. Hier bei dieser Lage eben. Wegen, allein schon wegen dem Gewölk, das jetzt im Weg ist. Und dass es auch ganz schwer ist, dass jetzt gerade ein Linienblitz hier vorbeizuckt. Dass man eine schöne Aufnahme kriegt. Ui. So Leute, das Ganze liegt jetzt 32 Kilometer nördlich von uns. Aber es verblasst da immer mehr. Und da jetzt da die Wolken dazwischen sind, so ein bisschen, sieht man nur die lausigen Aufhellungen leider. Ein Stück weit nehmen wir das Feuerwerk jetzt noch auf. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Angelegenheit. Es könnte schon sehr bald wieder weitergehen. Vielleicht schon wieder, ja, Ende nächster Woche. Aber am ehesten sogar echt wieder erst am Wochenende. Weil die nächste Woche sollte komplett trocken sein, aber am Wochenende ist durchaus mal Potenzial. Dass so 40%ig ist, dass es wieder Entwicklung gibt. Und es gibt wieder den Anschein einer Hitzewelle. Auf jeden Fall auch. Ja. Und das hier verabschiedet sich jetzt erstmal. Vielleicht, wie gesagt, wird es die nächsten Stunden jetzt nochmal, ja, wird sich nochmal was tun. Wir wissen es nicht, aber vielleicht, ja. Könnte es doch noch mal noch interessanter werden, sogar jetzt als jetzt gerade die Ausgangslage, die nur so ein bisschen uns vorbeischleift. Und man sieht auch schon die ersten Dämmerungsstreifen am Himmel. Man sieht einfach nicht mehr viel, muss man leider so zusammenfassen.